Ja, also wir sind noch, sage ich mal, in der Übergabephase von meinem elterlichen Betrieb. Also so, ja, noch vor der Geburtsstunde, sagen wir mal so. Und deswegen gerade dieses Win-Venture mit dem, ja, stellt für uns einen neuen Vertriebskanal dar, sage ich mal, mit Fachhandel und Gastronomie. Die meisten Menschen, die in den Weinladen gegangen sind, die gucken sich die Flasche an, die gucken sich das Etikett an und dann entscheiden sie, welchen Wein nehme ich. So, und das wird natürlich wahnsinnig den meisten Winzern in Deutschland gar nicht gerecht, weil die schon gar nicht die Chance haben, teilweise in diese Läden reinzukommen. Und dieses Projekt hilft eben jungen Winzern, sozusagen aus bestimmten Marktmechanismen auszubrechen. Jetzt, wenn ich mir das Konzept von heute anschaue, ja, hätte ich mir sowas gewünscht im Jahr 2006. Damals weniger wegen der finanziellen Unterstützung als einfach wegen des Supports in Bereichen Weinvermarktung, was sich hier mit dranhängt. Auch die Experten, die dabei sind, hätte mir und meiner Frau damals sicherlich sehr, sehr viel Lehrgeld erspart.